So, herzlich willkommen zu meinem kleinen Review bzw. meinem kleinen Unboxing von der Hero Session 4. Das ist sie, das schöne Schnieke-Teil. Ja, habe ich mir zugelegt, einfach mal um zu gucken, wie die ist. Jetzt wollen wir mal gucken, es klappert schon so schön. Kann man das hier offen machen? Ja, natürlich kann man das offen machen. Ja, nee. Ich brauche ein Messle. Habe ich ein Messer? Nein, habe ich natürlich nicht. Ziehen kann man da auch nicht dran. Ja, okay, das ist natürlich schon mal ein bisschen unpraktisch. Also muss ich mir mal eben ein Messer holen. So, da habe ich schon das kleine Messer. So ein Karabiner hier. So, wo war denn das? Die scheiß Schnittstelle, da war sie. Zack. Aha. Ich sehe es doch. Guck mal hier. Kann man es schon rausziehen jetzt, ist die Frage. Nein, ich bin so doof, um das zu öffnen. Ah, da ist auch noch was. Ja. Komm. Hallo, bist du bescheuert? So, zack. Katzenhaar hier weg. So, perfekt. Guck mal, das ist es. Das ganze Paket wollen wir doch mal nochmal öffnen. Ach, wieder hier. Ah, zack. Mal geöffnet. Was fliegt denn da unten rum? Wollen wir erstmal unten reingucken. Was man ja die ganze Zeit begrüßt und rappelt. Oh, hoppala, ging das Mikro gehauen. Zwei kleine Kleberaufstecker. Ich glaube, das sind nur Permanent-Dinge. So, können wir jetzt mal irgendwie hinlegen. Mausbrett weg mit dir. Ein Ladekabel. Sieht sehr winzig aus. Okay. Die SD-Karte war scheinbar doch im anderen Paket drin. Das ist natürlich schlecht. Das heißt nicht, dass ich heute wahrscheinlich keine Aufnahmen machen kann. So, dann wollen wir den ganzen Scheiß mal hier öffnen. Zack. Ei, guck mal. Wie so eine Vitrine. Ugh, klebt doch nicht. Scheißding. So, das ist wirklich... Oh, ein Handbuch. Schön. So, noch ein Handbuch. Nee, ich will die jetzt da raus haben. Sag nicht, die haben die mit so einem... Ah, das habe ich auch schon mal gesehen. Das war, das ist auch witzig. Wie kriege ich die denn jetzt ab? Bin ich doof? Können wir noch einfach abziehen, oder nicht? Ach, man konnte die zusammendrücken. So war das, ne? So, perfekt. Guck mal, da haben wir es doch. Aha. So, erstmal hier Katana weg. Den scheiß Karton wieder zusammenbasteln. Damit das ein bisschen schnieke wenigstens aussieht hier. So. Ey, gehst mal da rein. So, machen wir jetzt so. Dann sieht das ganz schick aus hier so. Was wollte ich jetzt machen? So, ich wollte die mal in der Kamera halten. Hier, das ist sie. Die kleine Kamera. Die Session 4. Mal gucken, was hinten drauf steht. Ich weiß nicht, ob man es erkennt. Wenn wir mal drauf gucken, wahrscheinlich. So. Achso, das für Video und Timeshift. Okay. Wireless-Knopf haben wir. Und zum Anmachen der Kamera. Ah ja, gut. Aber ich habe leider nicht das Programm dafür. Auf dem Handy. Das werden wir jetzt gleich nicht mehr machen. Da oben Mikrofon, würde ich mal sagen. Ich muss mal wieder ins Mikro reden. Und das kleine Gehäuse. So. Weil die kann man... Katze, was soll das? Kann man den nicht eigentlich da rausziehen, so? Und das ist sie eigentlich schon. Der kleine Cube. Da, so. Mit dem kleinen Display da oben drauf. Na, bin ich mal gespannt, was sie für Aufnahmen macht. Also 1080p, 60 FPS sind drinne. Und bei 720p sind 100 FPS sogar drin. Das freut mich auch schon mal. So, dann werde ich jetzt einen kleinen Cut machen und ja, mal schauen.